Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach am Sonntag um 14 Uhr. Wir haben 320 Tickets im Vorverkauf abgegeben, rechnen mit so 550 Eintracht-Fans, die uns zum Dorfclub, wie sie sich ja selber nennen, begleiten werden. Stadiontore öffnen um 12.45 Uhr und Tageskassen bereits um 12 Uhr. Christian, wie sieht es personell vor der Begegnung in Großaspach aus? Eigentlich komplett unverändert zur letzten Woche. Klar ist Marcel Engelhardt dazugekommen mit der Verletzung, aber sonst sind Spieler stehen alle zur Verfügung, bis auf die Langzeitverletzten, die beiden. Okay. Dann soll es das von uns heute schon gewesen sein und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Daniel Mau. Christian, die letzten Tage, Wochen wurde immer schön über die Abschlussschwäche der Eintracht gesprochen. Ihr könnt es wahrscheinlich selber nicht mehr hören. Deswegen eine andere Frage, was muss die Mannschaft außer dieser Abschlussschwäche noch besser machen oder diese Abschlussschwäche zu beheben, was muss noch besser werden? Wir haben uns so zwei, drei Themen auch ausgesucht, beispielsweise so die Abstände, wenn wir vorne ein bisschen anlaufen, dass wir zu groß sind, die Intensität beim Anlaufen war thematisiert. Das waren eigentlich die Themen, die wir so mit aufgearbeitet haben zum letzten Spiel. Oder zu letzten Spielen eigentlich war es das so, ja. Und reicht das, um dann, sag ich mal, wieder erfolgreich zu sein? Also kommen wir doch wieder auf das Thema. Klar kann ich auch was ausholen. Natürlich haben wir es jetzt nochmal thematisiert. Also gerade jetzt nach Samstag, am Sonntag im Nachgespräch, haben wir es natürlich besprochen, weil wenn man sagt, oder ich bin auch gesagt, wenn man es jetzt nicht thematisiert, ist es ja in den Köpfen drin, weil wenn ich sage, wir sprechen jetzt nicht über einen rosa Elefanten, alle denken dran. Und das habe ich auch gesagt. Wenn wir nicht drüber sprechen, ist es trotzdem in den Köpfen drin. Und somit haben wir es natürlich thematisiert und angesprochen. Nur, weil wie man damit umgeht, das ist einfach wichtig, was man den Spielern mitgibt. Und ich habe nicht ansatzweise gesagt, wir müssen jetzt was machen, wir müssen jetzt da einen Fokus drauf legen, sondern das ist natürlich jeder erstmal selber gefragt. Und weil die Gefahr einfach besteht, dass der Mut verloren geht. Wenn jetzt ein Stürmer vorm Tor steht, dann spielt er vielleicht ab, wenn wir das einfach sagen, jetzt muss das Ding machen. Sondern das weiter sagen, klar, nutzt die Chance, versuch auf das Tor zu erzielen und denk nicht drüber nach und versucht einfach einen Torabschluss zu erzielen. Und das ist einfach wichtig. Und wenn man das nämlich nicht, ich will das Thema nicht, aber wenn man wieder einfach sagt, wir gehen so rein und werden es jedes Training besprechen, dann verlieren die den Mut, auch selber einen Torabschluss zu finden und suchen dann mal den Pass, weil vielleicht soll er das dann übernehmen, vielleicht trifft er da nicht und deswegen, nein, das ist ein Kreislauf, das wollen wir einfach nicht beginnen und das werden wir auch nicht mehr groß thematisieren. Ist deiner Meinung nach die Stimmung im Umfeld schlechter als die aktuelle Lage? Gerade so ein bisschen, weil man natürlich so einen Trend hat mit diesen 5 Spielen ohne Sieg, der vielleicht so übertüncht, dass man ja eigentlich gut dasteht. Also im direkten Umfeld nicht. Also das ist eigentlich alles noch klar und das ist auch alles sehr positiv. Im externen Umfeld kann ich das tatsächlich nicht beurteilen. Ich bin, ja klar, kriege ich immer den einen oder anderen Zeitungsartikel zugesandt oder auch mitgeteilt, aber ich tatsächlich schaue ich da nicht drauf. Und es sagen viele Trainer, aber man bekommt natürlich mit, dass im externen Umfeld so ein bisschen, ja, das alles, gerade das Thema mit den Toren und mit den Spielern auch Einzelkritik dann angeht, natürlich dann aufgenommen wird. Und das ist einfach schade, weil es einfach in der Situation noch wirklich keinen wirklichen Grund dazu gibt, weil wir einfach die letzten Spiele auch gesehen haben, gegen wen wir gespielt haben. Natürlich nochmal haben wir die Möglichkeiten, die Spiele auch zu gewinnen. Und das will die Mannschaft. Da gehen sie auch selbstkritisch mit um. Aber man darf es jetzt nicht wirklich ins Negative. Und da gibt es gar keinen Grund zu. Und das wünsche ich mir einfach, dass es auch so bleibt. Frank Vollmer von Regionalsport. Ja, jetzt kommt mit Sonnenhof Großaspach ein Gegner, der vielleicht auch positive Erinnerungen hervorweckt. Ich weiß, dass ihr im letzten Jahr mit André Schubert den ersten Punkt geholt habt gegen diesen. Nein? War das falsch? Da war ich noch nicht da. Das stimmt, aber stimmt. Unter André, das genau, stimmt zumindest, richtig. Ja. Das war genau, der erste zusammen Punkt. Nicht, nee, das zusammen nicht, da war ich noch nicht da. Über dein erstes Spiel sprechen wir. Richtig, genau. Ja. Nicht. Ja. Nein, dann streiche ich diese Frage. Aber. Ja, komm noch mal rein. Ich komme noch mal rein. Wie erwartet ihr denn den Gegner, auch mit der großen personellen Schieflage, die dort gerade vorherrscht? Also mit der personellen Schieflage kann man jetzt von der Ferne nicht beurteilen, weil es hieß ja, dass dann eventuell Verletzungen hinzugekommen sind, aber auch erst noch nicht bestätigt worden ist, was genau Verletzungen oder welche Verletzungen da sind. Das war Anfang der Woche. Vielleicht so eine Möglichkeit, dass sie auch da vielleicht zum Wochenende wieder fit sind. Das kann ich auch nicht beurteilen. Das kann man oder dürfen wir uns nicht zu sehr darauf konzentrieren. Aber wie ich es erwarte, ja, die erwarte ich natürlich auch, dass sie
das Thema vielleicht in Groß Asbach haben, dass sie zu viele Gegentore bekommen haben. Das heißt, die werden ihre Defensive natürlich versuchen zu stärken. Umso mehr müssen wir uns natürlich auch auf die Offensive konzentrieren, weil das ist, glaube ich, dann deren, sagen wir mal, Problem, dass sie zu viele Gegentore bekommen. Aber die nicht, weil sie nicht unorganisiert sind, sondern weil sie es auch gut verteidigen und auch da gut herausgespielte Gegentore bekommen haben von den Gegnern, gegen die sie gespielt haben. Nicht, weil sie schlecht standen, sondern weil es der Gegner auch wirklich eiskalt ausgenutzt hat. Und so, umso wichtiger ist, dass wir da einen kühlen Kopf bewahren, auch Ruhe bewahren. Wenn sie defensiv stehen, im letzten Spiel haben sie 4-4-2 gespielt, flach, dass wir da einfach Ruhe bewahren, den Gegner bespielen und dann die Möglichkeiten nutzen, die wir dann bekommen. Daniel Mau. Kennst du die Stimmung, die Atmosphäre in Groß-Asbach oder ist das für dich komplettes Neuland? Für mich persönlich Neuland. Ich war nur einmal beim U17 Deutsche Meisterschaftsfinale, damals mit Dortmund da im Stadion. Also ich kenne das Stadion, das Umfeld, aber beim Drittligaspiel war ich noch nicht. Nein. Bereitet man sich irgendwie auf sowas vor, dass man irgendwie vor so einem Spiel sagt, großes Stadion, kleines Stadion, Dorfclub, wie wir es gehört haben, Traditionsclub, dass man vielleicht auch irgendwie anders rangeht oder ist das dann letztlich... Ja, das wird natürlich schon, ich glaube, wenn dann vielleicht kurz vorm Anpfiff oder am Sonntag vielleicht mit einbeziehen, so ein, zwei Hinweise, dass man sich da nicht von beirren lassen soll oder dass man das jetzt nicht irgendwie, oder dass man es auch ausblenden soll, aber jetzt vorher in der Woche gar nicht, nein, das ist kein Thema gewesen. Frank Vollmer. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf das Thema, eure Abschlussstärke. Es schwang sehr viel Negatives mit, natürlich, wenn man nicht trifft. Gab es denn genau das Gegenteil? Also ist mal jemand so auf dich zugekommen und hat gesagt, das wird schon, ihr müsst noch weiter arbeiten, also so ein bisschen Mut zu sprechen? Zu mir persönlich jetzt? Nee. Kein besonderes Erlebnis? Nee, also Schulterklopfer bräuchte in dem Moment dann auch nicht, weil ist mir klar, wo uns jetzt dann gelegen hat. Aber nein, das ist... Na, klar sagen alle, viele sagen natürlich im Nebensatz immer, das wird schon, komm mal, jetzt explizit, dass einer jetzt extern oder jetzt auch intern auf mich zugekommen ist, jetzt das nicht. Nein, zu den Jungs weiß ich nicht, aber zu mir jetzt keiner. Vielleicht dahingehend, habt ihr irgendwas geändert, außer dass ihr es thematisiert habt, außer dass ihr im Training den Torhütern die Hände heiß geschossen habt? Ja, es war natürlich gut die Woche, dann natürlich, dass man jetzt einen Tag länger hatte, dass man eine so eine Session einbauen konnte mit technischen Abläufen. Aber auch da, wir haben jetzt nicht nur Torabschluss trainiert, sondern wir hatten das auch in Gruppen aufgeteilt. Dass wir auch mal dann die Defensive rausgenommen haben, da gruppenspezifisch gearbeitet haben und die Offensive. Also das war jetzt nicht nur offensiv, sondern wir haben es auch dann genutzt, dass wir auch die Defensive weiter stabilisieren können und auch trainieren können. Aber so, nein, klar macht man so Wettkämpfe daraus, dass dann die Jungs sich dann auch selber ein bisschen hochziehen dabei, dass der Fokus einfach darauf liegt, dass es auch jeder dann für sich verantwortlich ist, weil das ist ein individuelles Ding, wenn man alleine vorm Tor steht und ob man den Ball bekommt und keine Gruppendynamik, sondern jeder muss sich dann selber sagen, okay, fokussiere ich mich jetzt darauf, das Tor zu treffen, das ist natürlich dann schon wichtig, dass wir dann, oder ich dann auch mit der einen oder anderen gesprochen habe, dass er dann das mal machen sollte, sich dann in dem Moment den Fokus einfach wiederholen soll. Und eine gewisse Leichtigkeit, das ist einfach das. Und nicht drüber nachdenken, sondern einfach rein. Das Ding. Wie am Anfang der Saison. Einfach machen. Einfach machen, genau. Wenn es so einfach ist. Nein, am Anfang hat man das gesehen. Haben wir ein, zwei Tore oder ein paar Tore mal gezeigt von Anfang der Saison. Was wir da für Tore gemacht haben, die so welche, oder andersrum, die Chancen, die wir jetzt haben, die waren nicht so deutlich wie am Anfang der Saison. Und das, was wir da für Tore gemacht haben, die sind außergewöhnlich gewesen. Aber man sieht, dass es auch dann einfach eine Leichtigkeit war. Und deswegen ist diese Leichtigkeit einfach wichtig, dass wir die wiederbekommen. Deswegen haben wir das mal gezeigt, was wir da für schwere Tore eigentlich gemacht haben. Wenn man Uerdingen, wenn man Magdeburg sieht, da das einmal den Vergleich zu ziehen. Und guck mal, und jetzt sollen wir darüber nachdenken, ob wir 5 Meter vom Tor stehen. Das gibt gar keinen Grund zu, weil die Qualität haben wir. Und das müssen wir uns aber wieder hervorrufen im Kopf. Stefan Fürsten und Bert Nerich sind ja jetzt nicht die klassischen Torjäger, also die würden jetzt vielleicht auch nicht unbedingt weiterhelfen. Aber trotzdem, wie groß ist vielleicht gerade in so einer Phase dann auch der Verlust der beiden so als Charakter in der immens. Mannschaft? Ja. Absolut immens. Also das merkt man gerade für jüngere, introvertierte Spieler auch, die dann vielleicht intern, nicht vom Trainer, sondern einfach vom internen Spieler, erfahrene Spieler einfach mal einen Schulterklopfer braucht, Tipps braucht. Immens, das kann ich nicht, oder das möchte ich nicht abstreiten, dass die Persönlichkeiten einfach auch fehlen, ja.
ist es umso wichtiger, dann Leute wie Benny Kessel oder halt einen Jasi Fesic auf dem Platz zu haben? Tut man sich dann vielleicht doch noch schwerer zu denken, oh, nehme ich da jetzt einen raus oder einen Marc Fitzner, der natürlich auch immer ein Kandidat ist, dass man sagt, den haue ich jetzt einfach mal rein, weil ich ihn einfach als Typ brauche? Absolut, das sind Überlegungen und das sind auch klar, da überlegt man auch, wie ich gerade schon gesagt habe, ob man dann halt solche Spiele rausnimmt. Benny Kessel ist einfach unverzichtbar in solchen Situationen, unabhängig einfach auch mal von der spielerischen Qualität, die er dann immer Tag, Woche für Woche auf den Platz bringt, ist einfach die Erscheinung und die Art und Weise, wie er agiert, ist natürlich von erfahrenen Spielern dann in dem Moment enorm wichtig, auf jeden Fall. Frank Kornert von Radio SAW. Könnte ja auch sein, wir haben ja schon über unbekümmerte Spieler gesprochen, so ein Jari Otto oder auch ein Alphons, dass die vielleicht nicht so den Druck haben wie ein, sag ich mal, etatmäßiger Stürmer. Ist das vielleicht auch die Gelegenheit, mal zu sagen, die früher mal zu bringen, weil die vielleicht nicht diesen Druck haben? Auch, ist auch eine Überlegung. Aber da, also wir haben natürlich viele Überlegungen, viele Möglichkeiten. Jetzt kann man auch wieder widerspiegeln, spricht man das jetzt mit Alphons, weil am Ende hat Alphons in 35 Minuten, glaube ich, 4 Chancen. Da merkt man auch, dass er da auch nicht so locker ist, aber er bringt Frische rein. Und diese Unbekümmerheit, diese Frische kann uns natürlich jeden gut tun. Es kann aber auch jetzt bei Spielern sein, die schon ihre Einsätze hatten, aber jetzt nicht von Anfang an gespielt haben, unabhängig von den Personen her. Aber gibt es ja einige, die jetzt noch nicht alle immer von Anfang an gespielt haben. Und jeder, der vielleicht dann die Unbekümmerheit reinbringt, kann natürlich uns helfen, auf jeden Fall. Ja. Viele Fußballfans werden wahrscheinlich bei dem Verein gerade mal wissen, dass Andrea Berg gelegentlich auf der Tribüne sitzt. Was wisst ihr über den Club? Was haben die bisher richtig gemacht? Weil in der vergangenen Saison spielten die ja durchaus auch mal eine Rolle. Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange sie jetzt in der Drittliga Ich glaube, sieben, acht Jahre. Ja, genau. Also das zeigt, dass sie natürlich auch da riesen Erfahrung haben für die Drittliga. Frank schüttelt den Kopf. 2014 sind die gegen Wolfsburg 2 aufgestiegen. Okay, gut. Dann. Ja, alles klar. Gut, sechste Saison. Aber für so einen Club immer noch nennenswert und richtig, richtig gut. Und letzte Saison einfach auch, mit Zahlen hätte ich mir schon wieder eine vorbereiten müssen. Ich glaube, zweitbeste Abwehr in den letzten Gegentoren oder letztes Jahr oder dritt. Irgendwie auf jeden Fall ganz, ganz wenig Gegentore. Aber ganz, ganz viele Unentschieden gespielt dadurch. Das war, dass sie dann auch am Ende noch Runden reingerutscht sind, aber sehr stabil. Die arbeiten konzentriert sich gegen den Ball und versuchen, die Stabilität reinzubringen und haben immer Momente, dann auch umzuschalten. Und somit tun sie dann die Punkte. Und das ist dann eine Qualität von denen. Und mit Röttger vorne drin, der auch den Verein auswendig kennt und lebt, der die Mannschaft auch da wieder immer zeigt, das ist wichtig, das ist wichtig. Und sind einfach auch gefestigt dann mit Säulen, Spielern, die einfach jetzt jahrelang dieses Umfeld kennen. Und das macht es einfach aus. Hier vorne wird noch geschrieben. Ich guck noch mal in die Runde, die Radiokollegen hinten vielleicht. Nein? Daniel klappt auch den Block zu. Dann soll es das gewesen sein. Und wir sehen uns am Sonntag in Groß-Asbach.